guten Morgen, muss ich sagen. Wir haben es jetzt 3 Uhr. Ich bin schon bestimmt eine Stunde wach. Und nicht, weil ich das will, sondern ich konnte einfach nicht mehr pennen. Also ich habe mich hin und her gewälzt und dann hatte ich Durst, dann musste ich aufstehen, dann musste ich aufs Klo. Und jetzt habe ich gesagt, ey, jetzt wegen einer Stunde mich nochmal hinlegen, dann womöglich einschlafen und aus dem Tiefschlaf wieder rauskommen, das ist furchtbar, bleibe ich halt jetzt wach. Das wird ein toller Tag. Naja, aber ich habe gedacht, wenn es mir schon so scheiße geht, dann lasse ich es euch doch dran teilhaben. Ja, und jetzt werde ich die Zeit einfach nutzen, Video schneiden. Warum nicht? Kann man auch mal mitten in der Nacht machen, bevor es zur Frühschicht geht. Aber es ist für mich Gott sei Dank der letzte Arbeitstag heute, weil ja quasi jetzt Donnerstag bei mir und morgen ist Freitag. Freitag habe ich frei, weil Angie Geburtstag hat. Haha, ich freue mich drauf. Na gut, ich werde jetzt ein bisschen hier an dem Video schnibbeln und vielleicht werde ich ja sogar noch fertig, das wäre ja klasse. Dann habe ich mal wieder einen ganz cleanen Start. Wäre cool. Vielleicht schaffe ich es. Jo, Chaka, ran ans Werk. Wow, Video fertig. Vor der Arbeit noch. Sehr, sehr geil. Ja, hat echt Vorteile, weil, wie gesagt, ich fahre heute Abend ja zu Angie. Das heißt, heute Abend werde ich dann kein Video bearbeiten. Und wenn ich das jetzt schon fertig habe, nimmt es mir halt ein bisschen Arbeit ab. Und naja, dann hat Angie Geburtstag, da werde ich wahrscheinlich auch nicht sehr viel Zeit mit Schneiden verbringen wollen. Deshalb, es trifft sich echt gut. Ist doch mal toll, schlaflos zu sein. Auch wenn ich befürchte, dass sich das heute im Laufe des Tages noch rächen wird, aber hoffen wir das Beste. Ja, so wie es scheint, bin ich der Einzige, der irgendwie wach ist. Also meine Katzen denken sich auch so, warum bist du wach? Denke ich mir auch, aber ich kann es halt jetzt nicht ändern. Ich werde mich jetzt frisch machen, denn dann muss ich irgendwann zur Arbeit. Wir haben jetzt 20 nach 4, das heißt eigentlich meine, ja, normale Zeit zum Duschen. Nur, dass ich halt jetzt schon unheimlich viel erledigt habe. Geil. Mach ich jetzt immer. Nein. Zeit für mich zur Arbeit zu gehen. Ich nehme euch nicht mit, weil macht heute keinen Sinn. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder zu Hause bin. Das dürfte ungefähr jetzt sein. Ja, und ich muss sagen, es war ein anstrengender Tag. Es hing mir nach, dass ich so wenig geschlafen habe. Deshalb werde ich auch eins machen. Ich werde mich jetzt erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde auf die Couch legen und schlafen. Weil wenn ich jetzt zu Angie fahren würde, ja, hätte sie nichts davon, weil ich würde wahrscheinlich dann später auf der Couch einschlafen. Deshalb gönne ich mir jetzt erstmal ein Stündchen Schlaf und dann fahren wir zu Angie. Oh Gott, ich bin richtig tief eingeschlafen und wir haben es jetzt 5:45. Also ich bin um 5:30 aufgestanden. Ich habe jetzt gerade schon die Spülmaschine angemacht. Buh, echt kaputt. Und ich könnte jetzt weiterschlafen, aber mache ich natürlich nicht, weil ich will jetzt zu Angie. Und ich muss noch was quasi machen. Ich meine, ihr wisst ja, sie bekommt ja von mir diesen Terrassentonofen und ich habe Brennholz dafür gekauft und ein Paket Brennholz werde ich einpacken als Geschenk und auf den Geburtstagstisch stellen. Da wird sie sehr, sehr dran zu überlegen haben. Ich bin mir sicher. Gut, und dann packe ich noch ein paar Sachen, dass ich übers Wochenende komme und dann geht's schon los. Das sagt sich jetzt schneller, als es eigentlich getan ist. Oh Gott. Also, auf geht's. Was eine Aktion, jetzt alles ins Auto zu schleppen. Also das eingepackte Holz, den Kuchen, mein ganzes Zeug, was ich so brauche jetzt fürs Wochenende. Ja, ist schon krass. Naja, ich fahre jetzt rüber zu Angie und naja, ich möchte jetzt die Fahrt nicht filmen. Weil ich will eigentlich nur noch ankommen und auf die Couch. Ich bin heute fertig.
Wow, angekommen und war müde immer noch, aber egal. Ja, Angie hat gerade beschlossen, wir bestellen Essen und ich esse heute Schnitzel. Ich esse Schnitzel, juhu. Ja, und viel wird heute nicht mehr passieren. Oh, ich bin so gerädert, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Aber gut, wir werden sicher noch ein bisschen was machen. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, hoffentlich, und nicht erst morgen früh oder so. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Schlafenszeit. Angie schicke ich jetzt schon mal hoch ins Bett und ja, ich werde in der Zwischenzeit hier mal so ein bisschen was vorbereiten. So, ich habe meinen Kuchen hingestellt und das eingepackte Holz und ja, zwei so Zahlenkerzen, also 44. Und draußen habe ich jetzt seinen Ofen schon aufgebaut und morgen früh will ich dann quasi rausgehen und will da quasi einen Scheit anmachen. Also ich muss da jetzt erst noch Sand reinmachen und sowas, dass der wirklich so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und morgen kann man auch nur ganz, ganz sachte anheizen. Aber ich denke mal so, darum geht es ja auch gar nicht. Wir wollen ja jetzt morgen nicht draußen sitzen und das Ding ausprobieren, sondern es geht ja nur darum, dass es dann morgen früh auch kurz mal ein Feuer da drin ist. Und dafür wird es gehen. So, ich freue mich. Alles klar, jetzt muss ich ins Bett. Wir sehen uns morgen zu Angies Geburtstag. Bis denn, ciao.